Wenn ich im Spiel vor dem Rechner sitze und dann hier vor dem Rechner, dann ist das, keine Ahnung, PC-Exception, I don't know. Was ist das mir nicht eingefallen? Komm zurück zu Dronekeeper. Erstmal die super königliche Erdbeere des Jahrhunderts hier schnabulieren und weiter geht's in die Mine. So, der Baum sorgt mich immer hier noch mit zwei Eisen. Da würde mich eigentlich auch mal interessieren, ob Cthulhu das Ganze mitnimmt. Hier dieser Krakenkopf. Der Krakenkopf. Ach so, Mist. Ich habe mich wieder verfahren, wollte ich schon sagen. Egal. So, den Rest kann er eigentlich hier auch alles mitnehmen. Egal, nehme ich erstmal alles mit. Muss ich denn hier lang oder muss ich... Warte mal eben. So, warten Sie doch. Ja, genau. Schmeiß das doch einfach irgendwo hin. Ich weiß gar nicht mehr, wo ging es denn jetzt hier wirklich in Richtung Ziel? Hier, ne? Irgendwo. Boah, hier ist einfach das Ultra-Super-Duper-Gestein. Das heißt so in der Bergbautechnik. Wir suchen uns mal in der Folge hier das Boss-Relikt. Ich glaube, das wird hier relativ noch das wird hier noch super, super entspannt. Bisher einfach keine Probleme. Ja, umso witziger, dass man die Beere hier noch mitnehmen kann, die Erdbeere. Ich gucke trotzdem nochmal, dass ich hier irgendwo nochmal eins von den Haustieren mitnehmen kann. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie... Kann man das irgendwie triggern, dass man die findet? Ja, auch mal interessant. Natürlich jetzt witzig, wenn ich genau jetzt eins finden würde. Aber das glaube ich eher weniger. Ich habe ja mal am Anfang die zwei da gefunden, den Pinguin und die Katze. Hätte ich gesagt, auch wieder vergessen, was ich jetzt gerade mit habe. Irgendwie wäre das doch mal cool, ein paar mehr davon mitzunehmen. Ah, es ist es nicht. Aber es gibt wieder Eisen. Ich glaube, ich habe mich hier gerade ultra verbuddelt. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin gerade. Das Labyrinth auch echt irgendwie gar nicht mal so uncool. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wo ich bin, aber da, wo das Eisen wohnt. Gerade ich gerade so fahrlässig spielen, wie ich möchte. Ich habe gerade auch nicht irgendwie so das Gefühl, dass ich, komme ich da irgendwie wieder hin? Dass ich hier großartig in Gefahr bin, das wollte ich sagen. Da komme ich nicht mehr hin, ne? Oder? Nee. Danach aus. Gott, was ist denn hier alles noch? Okay, ich glaube, ich fliege doch lieber schon mal leicht zurück. Bevor ich dann die große Rückreise nicht mehr schaffe. Die Reise nach Norden. Ja, keine Ahnung, ob ich da durchkomme. Wahrscheinlich, sehe ich ja gleich. Dann kann ich mich ärgern. Alter, hier ist auch alles. Okay, lass ich das einfach mal alles hier rumliegen und nehme mir dieses Gadget mit. Tschüss. Voll effektiv. Ja, cool. Boah, Labyrinth hat es dann aber auch echt in sich. Das ist schon... Ja, ist aber irgendwie cool. Ich finde es irgendwie nice. Auch wenn ich jetzt hier wirklich nochmal durch alles durchfliegen muss... Okay, ich glaube, das kann ich aber alles mitnehmen, oder? Ja, passt. Das letzte Eisenstück nehmen wir einfach nicht mit. Das macht Cthulhu. Neuer Mitarbeiter. Mein neuer, unbezahlter, freiwillig arbeitender Mitarbeiter. Arbeit hier, Arbeit da. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Tschüss. Steinsprengung und Kondensator. Boah, Steinsprengung wäre natürlich richtig cool, aber da müsste ich das da... Naja, weiß nicht, dafür habe ich ja die Beere, deswegen nehme ich mal den Condensator. Mm.
22. Ja, cool. Kann ich damit noch irgendwas machen? Die leckere Erdbeere mal eben auf Möbeln, den habe ich schon. Produktionsgeschwindigkeit, ja, kann man machen. Für den Watergewinn. Ja, komm, scheiß doch drauf. Und dann, um noch einfach mehr mitzunehmen. Da ist noch eine ganze Menge. Ja, komm, nehme ich einfach mal mit. Was war das? Aber das Geschütz, was wir da haben, wird uns definitiv helfen. Ich wusste gar nicht, dass die Wurzeln da liegen bleiben. Okay, da kommt schon der erste Bombard. Der Dragsack. Aber die Kanone tut, was sie kann. Ja, fliegt genau über meinen Laser drüber. Please. Und der räumt jetzt wahrscheinlich alle meine ganzen Wurzelfallen da weg. Boah, okay, das Geschütz ist echt krass. Hey, war da noch was? Nö, okay. Ciao. Okay, ich hab ich mich wieder verflogen? Nee, ne? Nee, weil ich muss ja tatsächlich einmal die ganze Ecke hier rüberfliegen, um da um den ganzen, ne, an den ganzen Schmonsens hier dran zu kommen. Ja, okay, cool. Komplett umsonst sich dadurch gebuddelt. Da hätte ich gerne noch eine Autobahn durch. Ich weiß, ich habe das jetzt schon 5 Milliarden Mal gesagt, aber ich hätte so gerne einfach einen Balrog irgendwie oder irgendeinen Endgegner, den man hier unten ausbuddeln kann. Das wäre einfach so, Alter! Hier liegt einfach alles rum. Da oben wahrscheinlich auch noch, ne? Okay. Okay, das ist definitiv ein Labyrinth. Oh, hier ist noch Eisen, sehr schön. Ja, und für die Runde wäre tatsächlich der Teleporter ultra, ultra nice gewesen. Hätte ich nämlich dann einfach hier platzieren können. Hätte mir 5 Milliarden Kilometer sparen können an Weg. Aber so ist das meistens. So ist die Welt, wenn nicht grausam. Leckere Erdbeere ist gerade schon wieder in Production, aber tatsächlich werde ich hier dann auch wieder alles abgebaut haben. Haben. Die leckere Erdbeere. So, ja, danke. Die kommen wir wieder nicht mit. Please. Please. Tu mir den Gefallen und bleib please. So, da ist wieder. Oh. Ah, hier ist irgendwo das Boss-Relikt. Ja, cool. Dann ist das ja relativ easy. So, aber dann kann ich ja trotzdem noch, ne? Meine ganzen Schmu hier mitnehmen. Ja, cool, den Granatapfel wollte ich schon sagen. Den, die Erdbeere nochmal ein bisschen aufzurüsten. Ein paar Minuten hat die Folge ja noch und dann würde ich das auch gerne nutzen wollen. Danke. So, sagt mir auch gerne mal, wie ihr das findet mit den Paketen. Also mit den Videopaketen, ob ihr tatsächlich lieber täglich ein Video haben wollt oder irgendwie sowas. Es muss natürlich auch irgendwie zum Format und zum Video passen, zum Spiel und keine Ahnung. Macht natürlich nicht bei jedem Spiel irgendwie Sinn, da so, ja komm. Nee, Kobalt? Nö. Kein Bock. Deswegen, ne? Also keine Panik. Es wird, ne, wenn gewünscht, wird es weitere Videos zu Dawnkeeper geben. Da habe ich absolut kein Problem mit. Ein bisschen Content muss ich mir dann allerdings noch aus den Rippen ziehen. Denn es gibt noch einiges, was man tun kann.
Da könnte natürlich auch dann sein, dass ich dann, also, ja, ohne jetzt großartig zu spoilern. Ja, spoilere ich jetzt einfach mal nicht. Nice. Nochmal schön die Kurve gekriegt. So. Da gibt's auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall noch so ein paar Ideen, was man machen kann. Ich finde das Rad jetzt auch nicht unbedingt neu, aber, ja. Komm, alles da rein. Mehr Eisen, als der Dome groß ist. War da Water dabei? Ja, ne? Ich will mich hier nochmal die leckere Erdbeere ein bisschen aufmöbeln. Den Baum eher weniger, weil ich finde, der hat jetzt hier gar nicht mal so viel gebracht. Also in Sachen Abwehrtechnik und so. Abwehrtechnik, ja. Trivago. So. Bohrerstärke. Ja. Nee. Einmal bitte. Ja, das hier, ich weiß nicht, mit Obstgarten maximieren, den Obstlergarten. Jetpack Boost und die Dauer, Wirkungsdauer. Ja gut, aber Dauer ist ja nicht, komm, ich nehme mal das hier. Beides auf einmal, die leckere Erdbeere ist ja auch gleich wieder fertig. Aber ist das dann nicht auch viel zu lange? Guck mal, 0,8 Stärkungsdauerzyklen. 0,85 ist halt echt super lange. Und wir können hier nochmal den besseren Laser mitnehmen, das mache ich auch mal, sehr schön. Dann wird darüber hinaus allerdings nicht viel passieren. Denke ich. So, dann bin ich auch hoffentlich froh, wenn es dann wieder zurückgeht mit, ja, du hast es so gewollt. So, es sieht danach aus, als würde dann dieses Domekeeper-Paket in 3 Folgen abgehandelt werden können. Warte mal. Ja, dem. Muss ich schon. Geil. Bin einfach so schnell, dass ich jetzt das Bienenstück nicht mehr getroffen habe. Njo. Cool, wieso arbeitet der Ressourcenhändler nicht? Bitte. So, ja. Das hättest du gerne, Kollege. Der ballert einfach nur hinterher, der Turm. Haben die aber gerade. Den Laser haben die irgendwie grafisch auch aufgemöbelt, oder? Ey, hör auf. Ah, okay, ja, triff mein Haus. Hier wohnen nur Leute drin. Danke. So, Speed Boost. Das war schnell. Geil. Boah, ich kann's gar nicht so schnell gucken. Okay. So, ich buddel erstmal das Bossrelikt frei, damit wir das dann bei Zeiten auch beenden können. Suche dann aber trotzdem nochmal die restliche Map nach irgendwelchen versteckten Schätzen oder, Tieren hier ab. Damit ich da in diesem Jahrhundert auch nochmal dran komme. Hier, Surprise. Das war doch der eine Typ von Call of Duty, oder? Captain Surprise. Zzt. Okay, das macht mega Bock. Holy shit. Okay. Ah, hier muss doch noch irgendwo was zu looten sein. Ja, okay, dann sagte er in so einer riesigen. So einem riesigen Eisenvorkommen. Ah, dafür hätte ich dann auch den Ressourcenfinder nehmen können. Geil, wenn du den Winkel richtig triffst, kannst du einfach mal so 3 Felder gleichzeitig abarbeiten. Nice. Alter, ist das OP. Okay, klar, ne, du musst erstmal so weit kommen, aber. Ja, bockt schon, Semi. Semi hervorragend. Boah, es ist einfach so unendlich schnell.
Okay, ja, trotzdem. Wieso ist hier denn nichts mehr? Wo sind denn die ganzen Tiere im Spiel? Gone. Qui-Gon. Schaut euch das einfach mal an, ey. Es ist einfach abnormal. Nee, nichts mehr zum Abbauen, ne? Oh, nichts mehr zum Finden. Warum? Es ist einfach so, es ist abnormal, es ist so abnormal. Es macht auch einfach unfassbar viel Spaß. Jetzt kommen eben die nächsten Matches oder die nächsten Sessions halt dann am Anfang mit Sicherheit ultra langsam vor. Ah, dammit. Schade. Na gut. Dann nehmen wir mal die 5 Milliarden Teile an Eisen nach oben. Kann ich vielleicht nochmal die Bohrstärke ein bisschen erhöhen. Das ist wahrscheinlich noch mehr aus. Ach krass, wie problemlos der das einfach tragen kann. Okay, so. Dann... Hab ich leider vergessen, wohin. Jetzt habe ich schon zu viel dabei. Jetzt werde ich ja schon von den einfachen Kieselsteinen hier aufgehalten. Einmal durch die Datenautobahn, oh Gott. Tja. Das Eisen muss ja leider noch warten. Hab ich echt noch Kaffee? Moment. Jo, da ist noch was drin. Das ranzige Zeug von gestern. Das kann man richtig schön durchziehen. Wie bei gutem Chili oder so. Ja, wow. Keine Ahnung, Geschosskiller. Wenn der Laser Energiegeschosse trifft, lösen sich diese sofort auf. Diese sich sofort auf, okay. Laser trifft Energiegeschosse. Klingt wie so eine Zeitungsanzeige. Ich hab's gewusst, dass jetzt noch zwei Eisen... Ich hab's einfach gewusst, dass jetzt noch zwei Eisen fehlen, sonst hätte ich das hier aufrüsten können, aber nope. Hier, du hast noch vergessen. Ja, das Supergestein. Hier ist nichts mehr, ne? Hier ist nichts mehr. Ja, gut, dann... ich weiß nicht, komm. Ich nutze die restliche Zeit noch ganz in Ruhe, um noch einmal zu schauen, dass ich hier auch bloß nichts vergessen habe. Ich glaube, es ist nicht der Fall. So, komm her. War trotzdem ein kleines bisschen unheimlich, dass... Jo, das war uncool. Moment, ciao. Doch irgendwie so ein kleines bisschen beunruhigend, dass, ja, brutal gar nicht mehr so brutal ist wie vorher. Irgendwie ist das unbrutal. Okay, die Katze habe ich dabei. Okay. Das wusste ich nämlich nicht mehr. Ja, keine Ahnung, es ist halt... Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Da ist aber, boom, 40, yo. Und ja, es gibt auch bei Du hast es so gewollt den Punkt, wo man deiner Kuppel oben einfach gar nichts mehr tun kann. Dann ist die Zeit einfach vorbei. Sieht einfach nichts mehr mit. Ok,
können die da noch so drauf prügeln und du hast einfach 5 Milliarden Kobalt. Ey, 26 Kobalt, da kann einfach gar nichts mehr passieren. So, ich sammle jetzt erstmal alles mit ein hier, dann kann ich damit vielleicht nochmal die Beere irgendwie verbessern oder so, dann... Ja, dann werde ich einfach mal mit der Beere durch den ganzen restlichen Komplex hier fliegen. Ja, komm, wir maximieren doch mal den Obstgarten. Stärkensauer maximieren. Über Wachstum verdoppelt sich für Zyklen. Egal, nehmen wir es einfach mal mit. Dauer. Natürlich, da fehlt mal wieder das letzte Eisen, wie immer. Das letzte. Aber das ist ja auch nur die Erhöhung der Dauer. Okay, komm. Kurz den Baum gießen. Da kam es angeflogen. Kosudo bringt mal wieder den Rest. Sehr schön. Ach so, ja cool, der bleibt dann natürlich stehen, wenn ich hier dran gehe. Schade, aber... Ach, jetzt fehlt mir das... Ja, okay, ich bin dumm. Da fehlt mir wieder das Eisen. Das Wasser. Ja, ist einfach alles im Weg hier. Alles im Weg. So, ciao. Ich könnte mal das Domekeeper so viel mehr machen. So viel mehr, so metaphorisch gesehen. Also sagen, so keine Ahnung. Dann bringst du hier zum Beispiel so die ganzen Bits von dem einen Ort deines Rechners zum anderen. Ich könnte auf jeden Fall darauf schwören, dass damals meine damaligen PCs genauso gearbeitet haben in der Geschwindigkeit. Boah, ich war damals auch ultra, also. Damals hatten die Spieler auch tatsächlich ja gar nicht mal so viel Speicherplatz in Anspruch genommen, sodass du dann... Boah, ich bin einfach ausgerastet, als ich die erste Platte von, die erste 2 Gigabyte Platte oder sowas hatte. 2 oder 10 Gigabyte. Ich dachte mir so, yo, das ist ja schon mal ultra viel. Und jetzt findest, ne, so in der heutigen Zeit fängst du dann so bei 2 Terabyte schon langsam an mit den 10 zu knirschen und dann geh jetzt mal 5 bis 10 Jahre in die Zukunft, ne, dann knirschen die über Peter Byte. Dem Peter sein Byte. So. Ach, damals, ihr mit euren Terabyte, konntet ja gar nichts. Nichts habt ihr gesehen, gar nichts. Tja, hier ist aber nichts mehr. Nee, und schon wieder eine Mine, wo ich einfach kein weiteres Haustier gefunden habe. Keine Ahnung, kann man die wirklich triggern? Muss ich tatsächlich einmal ins Wiki schauen? Pass auf, ich kann ja einen Kompromiss mit mir selbst machen, dass ich halt sage, ich guck mal mir das an. Als ob es kein Domekeeper-Wiki gibt, ne, sowas. Also es gibt ja schon vieles, aber ne, sobald irgendwas irgendwo existiert, gibt es auch ein Wiki dazu. Ja, die oberste Regel, wenn irgendwas bei Reddit beispielsweise nicht steht, dann gibt es das einfach nicht. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe bis jetzt nicht ein Thema gefunden, nicht eins, was es bei Reddit nicht irgendwie gab, keine Ahnung. Was nicht irgendwie bei Reddit angesprochen wurde. Das gibt es einfach nicht. Du kannst dich einerseits auf die Wikipedia verlassen oder... Ja, damals noch Brockhaus, ja gut, okay. Ne? Damals hast du dir diese riesen Wälzer-Reihe dazugelegt. Ne? Da hat es ja noch Rang und Namen, wenn
du so eine riesige Enzyklopädie vom Burghaus so stehen hattest. Und dann gibt's halt noch die ganzen... Ja, ne, dann kannst du zu Wikipedia wechseln und dann, wenn gar nichts mehr hilft, dann guckst du auf Reddit nach. Und wenn das auf Reddit nicht steht, dann gibt's das nicht. Dann existiert das einfach nicht. Dann ist es nicht in der Geschichte der Menschheit vorhanden. Das ist die oberste Regel von allen anderen. So. Ich habe gesprochen. Jo, da nehmen wir gleich einmal die leckere Erdbeere und können dann den Rest von dem ganzen Quatsch dann da aus. So, wie weit lässt sich das hier eigentlich verbessern? Keine Ahnung. Geht das eigentlich ins Unendliche? Wahrscheinlich, ne? Mal hier ausprobiert. Ich muss mal gucken, ob es dafür ein Achievement gibt. Nice. Da kommt endlich mal das erste dicke Vieh. Wir räumen aber erstmal die ganzen Scheiße auf dem Boden hier weg. Man sieht doch gar nichts mehr. Wie kann er sich denn bewegen? Jo. Ach, guck an. Guck dich das an. Lass mich durch. Komm. Komm schon. Macht er das jetzt unendlich lange? Krass, guck mal. Ja, dann mach gar nicht weiter. So, jetzt? Ja, okay, ich höre auf. Hallo? Aha. Okay, der wird einfach weggelasert. Die habe ich gar nicht gesehen in dem Match hier. So, alles klar. Dann nochmal ganz kurz alles durchfliegen. Ich glaube, da hatte ich alles, ne? Da war auch nichts mehr. Nochmal ganz kurz hier durchfliegen. Nope, 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 nope. Hier ist noch ein bisschen. Mein Gott, ey. Er fräst die Mine einfach weg. Tja, keine Ahnung. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. So, es ist einfach so abnormal, okay. Ist auch nichts mehr, ne? Alles klar. Ach, das ärgert mich. Ich weiß nicht, warum. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass alle anderen immer die. Oh, das habe ich irgendwie noch gar nicht aktiviert. Nice. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass immer alle anderen die Sachen halt finden. Und, Na, dafür finde ich immer halt die Schummelmine. Aber niemals die Haustiere. Das ist der ewige Preis. Na, alles hat seinen Preis. Und das ist der, den ich zahlen muss. Stimme ist schon wieder fast im Fuß heute. Mal wieder zu viel gequasselt. Ich weiß auch nach wie vor nicht, wie die, ne, Vollzeit-YouTuber das machen. Oder Vollzeit-Streamer oder so. Siehst ja dann auch teilweise so Leute, die dann einfach nur, die einfach immer streamen, die einfach immer irgendwas zeigen. Und ich denke mir so, was? Quasi schon so eins mit ihrem Schreibtisch, so eins mit ihrem Rechner. Da kannst du dann anfangen zu gendern. So er, sie, es. Ich weiß gar nicht, ob der Mensch noch davor sitzt oder der Computer. Das ist schon gut. Oder wenn du das eben für deinen Lebensunterhalt machst, ob du jetzt dann jeden Tag, weiß ich nicht, wie auf deinem gängigen Arbeitsplatz den Arsch absitzt für 8 Stunden oder das eben dann so vom Rechner machst oder beides, ne? Ist ja dann eigentlich auch sehr, sehr, sehr cool, wenn du dann tatsächlich so die Möglichkeit hast, dich. Ja, mit deinem Hobby eben dann selbst zu versorgen, ne? Also die Leute eben dann durch Streaming zu unterhalten oder so. Und, ich bin ehrlich, für mich wäre das tatsächlich nichts. Deswegen mache ich ja den ganzen Schmonsens hier auch eher so als Hobby. Macht mega viel Spaß. Das Einzige, was halt so ein bisschen nervig ist, ist das Hochladen der Videos und so. Ja,
das dann, sich dann da immer zu optimieren, da immer nach Neuem zu suchen und so weiter und so fort. Und ich weiß ja nicht, also Optimierbedarf ist da auf jeden Fall. Die hört es ja immer noch in den Videos. Mein Gott, von einem Thema zum anderen. So. Hier hört es ja teilweise raus, dass man hier noch einiges an Hall mit hört. Das muss ich noch irgendwann mal rausfiltern. Nach wie vor aber auf der Liste mal diese komischen Polster dazu holen, mit denen du die Wände da abdeckst. Damit eben nicht alles zurückgeworfen wird und du den Hall mitnimmst. Nur fällt mir immer mal wieder auf, dass viele YouTuber dann auch tatsächlich sich ohne direktes Mikro, also direkt vor die Kiste setzen und irgendwas aufnehmen. Ne? Also du hörst den Hall halt schon fast gezielt raus. Bei dem einen oder dem anderen. Kann man natürlich alles so machen und bei anderen, ne, ist der Sound halt so glasklar, dass du meinen könntest, ne, der sitzt gerade hinter dir und flüstert dir ins Ohr. Das ist schon relativ unheimlich, ne? Also quasi so, ne, wie der BMW-Fahrer hinter dir, der dich gerade überholen möchte. So nah ist der an der dran. Ja, hier ist einfach nichts mehr. Ich baue jetzt hier den Rest nur noch aus purer Spaßigkeit ab. Kann ich dann hier auch. Ne? Aber das ist dann halt so. Jo, wenn du eben die Möglichkeit hast, das beruflich zu machen, ja. Jo, ciao. Tschüss. Da schmiss er das Eisen weg. Wasserweitwurf. Jo, trotzdem eine extrem entspannte Runde. Ich bin trotzdem mal gespannt. Ich hab mich verflogen, cool. Ich bin trotzdem mal darauf gespannt, wie es dann mit Du hast es gewollt, mit der letzten Stufe aussieht. Und danach wird es wahrscheinlich ein bisschen mit Prestige weitergehen. Aber so viel werde ich da wahrscheinlich auch nicht machen. Da werde ich dann so ein bisschen ausweichen auf andere Themen oder auf andere Spielmodi. Mal gucken, was sich da alles so ausgraben lässt. So. Mein Gott, ich springe aber echt wieder zwischen den Themen. So. Genau, Kafu, mein Stück hier ist größer. Ich bringe mehr nach oben als du. Mal schauen, alles zu seiner Zeit. So. 27 Kobalt, das werden wir mit Sicherheit schaffen. Sagte er und lässt schon das erste Vieh durch. SF nehme ich aber. Ciao. Ja, schon unheimlich, dass man da so relativ einfach jetzt durchkommt. Also, keine Ahnung. Aber man darf ja auch mal besser werden in dem Spiel. So, jetzt die ganzen fliegenden Scheißer hier vom Himmel holen. Noch der nächste, ja. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt noch, ne? Erstmal, okay, alles so im Wege. Zum Wegeräumen hier. Mein Gott, ey. Ein Versager nach dem anderen kommt da an. Boom. Ja, ja. Ah, ich kleine Scheißviecher, so. Geil, mit der Schrotflinte schießt er einfach durch. Okay. Interessant. Tja. Easy. Das war auch jetzt irgendwie echt easy, keine Ahnung. Also nach Springloaded habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es tatsächlich so ein bisschen einfacher wurde. Brutal, Kartengröße, ja. Jo. Boah. Da kommt mir doch gleich der ganze Kaffee wieder hoch. Sorry. Zurück zum Hauptmenü. Neue Partie starten. Es gibt leider nichts Neues. Und ich glaube, da gibt es auch immer noch einen Spielmodus und so, den man mit Prestige freischalten kann. Jo. War aber dann auch nice. Ich fand, der Baum haut dementsprechend viel rein. Die Autokanone fand ich mega. Vor allem, da du ja dann, guck mal, hier kannst du die ganzen Verbreaker hier erstmal dir anschauen, die das ganze Spiel hier,
zu verantworten haben, dieses wunderbare Spiel. Oh, sind doch mal wieder... wo stehe ich denn hier? Nirgendwo. Special thanks to our beautiful Playtest Community. Ja, aber ich bin noch gar nicht dabei. Boah, das wäre auch cool, wenn man irgendwann mal so, ne, so seinen eigenen Namen hier verewigt sieht. Muss ja nicht immer die sein, dass da mein richtiger Name steht, aber ne, so der, ich habe, wenn der Admiral steht oder so, keine Ahnung. Cameron Paxton. Für die Musik verantwortlich. So. Hatte ich beim letzten Mal eigentlich schon mal so ein Ranking mitgemacht hier für die neuen Gadgets? Also ich finde, die sind natürlich auch wieder sehr situationsabhängig. Nicht alles macht immer Sinn in jeder Situation. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich ja auch die Autokanone weggelassen und dann was anderes genommen. Wenn du natürlich am Anfang so Ressourcen sammeln möchtest oder so, dann ist natürlich hier der Ressourcenfinder ultra stark. Genau, dann den Obelisk finde ich ultra, also finde ich auch richtig gut, weil ich, räumt halt so den ganzen Himmel frei und kann dir auch die ganzen Viecher so ein bisschen vom Hals dann halt halten, wenn du den aufs, betäuben setzt. Und, genau, Autokanone, haben wir ja gerade gesehen, macht dir einfach die ganze Arbeit, ne, also... Da brauchst du dich gar nicht mal um vieles kümmern. Gerade eine Seite, wo die Kanone sich ausrichtet, die ist einfach safe. Da, ne? Außer jetzt vielleicht gegen die kleinen Viecher oder so. Aber das könnte ja dann ja vielleicht natürlich das Dauerfeuer in den Griff kriegen. Na, aber dafür würde ich dann auch eher die Schwertkuppel haben. So. Finde ich den Betäubungslaser besser als die Kanone? Ja, jein. Kommt drauf an, tatsächlich. Betäubungslaser ist natürlich gegen diese kleinen Gartenzwerge, die einen da angreifen, immer richtig gut. Aber er betäubt auch riesige Viecher. Aber wenn die Autokanone dann gleichzeitig auch richtig viel Damage raushaut, dann warum nicht? Also warum dann nicht die Autokanone benutzen? So, deswegen, ich tue mich da bei einem Ranking echt schwer. So aus dem reinen Gefühl heraus würde ich halt sagen, Obelisk ist schon da vor den Neuen auf Platz 1, da du einfach die ganzen Geschosse von oben direkt abfängst. Ne, das ist eigentlich schon richtig cool. Danach wird jetzt die Autokanone und dann eben der Ressourcenfinder. Ja, würde ich jetzt einfach mal so, ne, von allen Gadgets, boah, keine Ahnung. Ich glaube, da kann man sich gar nicht so wirklich festlegen. Aufzug ist natürlich relativ weit oben, wenn er sich dann bis zum Boden durchbuddeln kann, ne, wo war das denn jetzt hier, fortfahren, beim Labyrinth macht das natürlich nicht so viel Sinn. Da kann ich mir vorstellen, dass er da irgendwo mal stecken bleibt und dann bringt er dir gar nichts. Aber genauso wie das Portal, es ist einfach unfassbar, unfassbar nützlich. Und wenn du, es kommt halt immer auf die Situation an. Ich würde natürlich jetzt einen Betäubungslaser nicht nehmen, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe beispielsweise schon eine Autokanone oder so. Na, dann würde ich irgendwas auf Ressourcenmanagement oder ähnliches nehmen, ne? Ja, das mal so als kleine Zusammenfassung. Ich glaube, das braucht, ne? Ihr braucht das wahrscheinlich nicht schriftlich, geht hoffentlich so, ne? Ohne meine Unterschrift drunter. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns endlich dann demnächst in Du hast es so gewollt und Riesig. Das wird sicherlich einige Zeit dauern, aber dann hätte ich diese Kampagne, so nenne ich sie jetzt mal, ne? Hier normal, schwer, brutal und Du hast es so gewollt, tatsächlich mal durchgespielt. Jo. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Jo. Dann danke nochmal fürs Zusehen, wie immer. Und jo, wieder schauen, reingehauen. Ciao, ciao und bis denne. Tschüss.